Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weitblick. Das kirchliche Leben in Europa ist wohl geregelt. Gottesdienste und Veranstaltungen können stattfinden, Seelsorger können die Gläubigen besuchen. Auch in Nigeria war das bis vor einigen Jahren noch so. Doch inzwischen ist der gelebte Glaube für Seelsorger und Gläubige gleichermaßen lebensgefährlich. Warum das so ist, darüber spreche ich heute mit dem Bischof der nigerianischen Diözese Makurdi, Wilfred Chikpa Anagbe. Welcome, Your Excellency. Thank you very much. Vielen Dank, André. Exzellenz, was geschieht gerade in Nigeria? Warum ist es für Ihre Priester gefährlich geworden, die Gläubigen zu besuchen? Ja, so ist es. Es ist absolut gefährlich und sehr schwierig wegen der Terrorangriffe der Fulanis. Sie haben den Bundesstaat Benue, in dem ich lebe, angegriffen und verwüstet, speziell meine Diözese. Die Terroristen haben viele Menschen in den vergangenen 4, 5 Jahren vertrieben. Und es wird immer schwieriger. Denn wenn eine Attacke auf ein Dorf stattgefunden hat, flüchten viele Menschen. Einige werden getötet, einige verstümmelt. Und jetzt besetzen die Terroristen das ganze Territorium. Es ist schwierig für die Menschen zurückzukehren, auch für die Familien, deren Bauernhöfe und Häuser zerstört sind. Sie sind gezwungen, in den Flüchtlingscamps zu leben, die über den ganzen Staat verteilt sind. Im ganzen Bundesstaat Benue gibt es etwa 1,7 Millionen Binnenvertriebene. Ich habe schon etwa 12 Pfarreien durch die Attacken der Fulani verloren. Wir haben die Priester und die Gläubigen aus dieser Umgebung rausgeholt. Sie haben von einer Invasion von Fulani-Terroristen gesprochen. Hier im Westen hören wir meistens von Zusammenstößen zwischen Nomaden und Bauern. Also die Fulani treiben ihre Herden aufs Ackerland und dann kommt es zu Zusammenstößen. Sie zeichnen ein völlig anderes Bild. Es ist anders. Es geht nicht um Bauern und Viehhirten, die aneinander geraten, wie sie es ihnen erzählen. Oft wird von Ereignissen infolge des Klimawandels gesprochen. Das ist nicht wahr. Es geht um einen Krieg zur Eroberung von Land, um die Unterwerfung von Menschen, von indigenen Bevölkerungsgruppen. Die Islamisten benutzen die Menschen vom Stamm der Fulani als ein Mittel, um ihre Ziele zu erreichen. Es ist im Grunde dasselbe, was Boko Haram im Nordosten des Landes tut. Im Nordwesten zum Beispiel sprechen wir von Banditen, die die Menschen in dieser Gegend terrorisieren. Sie kidnappen Menschen, um Lösegeld zu erpressen. Sie verstümmeln Menschen, zerstören ihr Eigentum und töten sie. Und dann im Mittelbelt, hier sprechen sie dann plötzlich von den Fulani-Terroristen, die auf der Suche nach Weideland zu uns kommen. Aber wenn sie wirklich nur Weideland suchen, wieso haben sie nicht nur ihre Tiere, sondern auch hochmoderne Waffen dabei? Wie passt das ins Bild? Ich kann Ihnen also klar sagen, dass es nicht um Zusammenstöße von Bauern und Viehhirten geht. Und wo kommen diese Viehhirten her? Sie sind nicht im Bundesstaat Benue ansässig. In Benue gibt es keine Fulanis. Es geht also um einen Eroberungsfeldzug. Und meiner Überzeugung nach steckt da auch eine religiöse Agenda dahinter. Wir erleben einen Dschihad. Im Norden Nigerias leben überwiegend Muslime und im Süden Christen. Ja, schon das meiste des mittleren Gürtels bis hinab in den Süden ist christlich geprägt. Sie sagen also, es gibt eine islamistische Agenda. Sicher. Okay, und wer steckt hinter dieser islamistischen Agenda? Muslime stecken dahinter. Die aktuelle Regierung, auch frühere Regierungen. Die aktuelle Regierung ist in eine Art Verschwörung des Schweigens verwickelt. Das bedeutet, wenn solche Attacken stattfinden, wird niemand festgenommen.
Niemand wird strafrechtlich belangt. Warum? Es sollte doch das Markenzeichen jeder Regierung sein, Leben und Eigentum zu schützen. Das sollte jede staatliche Verwaltung tun. Der Präsident leistet auch einen Amtseid auf die Verfassung, um das Leben und das Eigentum der Bewohner seines Landes zu schützen. Aber in den vergangenen 8 Jahren wurden jeden Tag Menschen aus religiösen Gründen getötet. Das sind keine Einzelfälle. Die ermordeten Menschen waren noch nicht mal sehr religiös. Niemand wurde für eine dieser Taten festgenommen. Das macht klar deutlich, dass es sich um eine Agenda handelt. Es geht um die Eroberung. Und natürlich geht das auf das Konto des Islamischen Staates von Westafrika. Aber es leiden auch viele Muslime unter diesen Umständen, vor allem unter der fehlenden Sicherheit im Land. Tun die Muslime etwas gegen diese islamistische Bewegung? Nun ja, wenn Muslime leiden, muss ich sagen, dass sie sich ihr eigenes Problem selbst geschaffen haben. Denn als Boko Haram begann, dachten alle, alles würde von selbst wieder gut werden. Boko Haram bedeutet schließlich, westliche Bildung ist böse und Sünde. Es sah so aus, als wollten sie nur den islamischen Glauben unterstützen. Also sind die Muslime ruhig geblieben. Und so konnte Boko Haram im Nordosten Nigerias morden und Menschen vertreiben. Viele Bistümer wurden still und leise zerstört, Kirchen dem Erdboden gleichgemacht, Priester ermordet. Und diese Bewegung hat sich nun in verschiedene Gruppen weiterentwickelt. Wie die Terroristen im Mittelbelt, die ihre Rinder dabei haben und von Weideland sprechen. Und jetzt haben sie viele Menschen getötet und wachsen weiter. Sie wurden bewaffnet, sie wurden unterstützt und jetzt möchten sie damit fortfahren, das zu tun, was sie am besten können. Also, wenn Sie sagen, dass Muslime auch getötet werden, ja, das ist wahr. Aber ich frage zurück, wie viele Moscheen wurden zerstört oder von Bombenattentaten beschädigt während dieser Krise? Und wie viele Kirchen auf der anderen Seite? Wie viele Priester und Ordensfrauen wurden entführt und ermordet? Und wie vielen Imamen ist das andererseits widerfahren? Schauen Sie sich die Statistiken an und erkennen Sie ganz klar, das ist ein religiöser Konflikt. Sie sagen also, hinter all dem steckt eine religiöse Agenda. Im Westen hören wir nicht viel darüber. Es scheint also eine Mauer des Schweigens zu geben. Wie kommt das? Nun, Sie hören nichts davon, weil die nigerianische Regierung nicht will, dass etwas davon nach außen dringt. Darum kommen diese ganzen Erklärungsversuche mit dem Klimawandel und so weiter. All das kann die Regierung tun, denn alle Strukturen wurden so geschaffen, dass sie ihr in die Hände spielen. Zum Beispiel sind die Botschafter Nigerias bei den Vereinten Nationen, bei der EU, bei den USA und in Großbritannien alle Fulanis. Und selbstverständlich zensieren sie jede Nachricht, die das Land verlässt. Und natürlich senden auch die Diplomaten zu Hause in Nigeria nur Nachrichten, die sie für politisch korrekt halten, um keine politischen Verstimmungen mit anderen Ländern zu verursachen. Und darum schweigen sie gegenüber der Außenwelt. Darum bin ich froh, dass ich hier die Möglichkeit habe, den Menschen einen alternativen Blick auf die Wirklichkeit zu ermöglichen. Und vielleicht ist das ja die richtige Version, die ich Ihnen erzähle. Denn ich bin betroffen und ich stecke tief im Geschehen drin. Ich bin jemand, der gerade Verfolgung erlebt. Denn ich kann Ihnen als Bischof sagen, dass ich gerade 12 meiner Pfarreien nicht besuchen kann. Es geht nicht, aus Sicherheitsgründen. Ich komme nicht zu meinen Gläubigen. Sie sind alle verstreut und einige wurden getötet. Darum, ohne jede Voreingenommenheit kann ich Ihnen versichern, das ist eine islamistische Agenda. In Nigeria stehen Wahlen an und Präsident Buhari wird nicht mehr antreten können. Haben Sie Hoffnungen auf einen Wechsel oder ist das System derart korrupt, dass es gar nicht mehr geändert werden kann? Buhari hat sein Mandat 2 Amtszeiten innegehabt, 2x4 Jahre. Die Verfassung verbietet ihm, nochmals anzutreten. Es ist daher jetzt unser Gebet und unser Wunsch, und wir arbeiten darauf hin, indem wir die Wähler aufklären, damit sie wissen, was zu tun ist.
Denn jeder hat absolut genug von dem, was im Land vor sich geht. Denn wie gesagt, wenn es wieder einmal einen Terrorangriff gibt, vielleicht auf einem belebten Markt, dann weiß die Kugel nicht, wer ein Muslim ist und wer Christ. Und wenn ein Fahrzeug angegriffen wird, stirbt darin jeder. Keiner weiß, wer das war. Darum ist in dieser Situation niemand glücklich und sicher in Nigeria. Sogar Züge werden gestoppt und bombardiert. Können Sie sich das vorstellen? Ohne die Möglichkeit zu reisen, ist alles sehr schwierig. Darum steht uns allen das Wasser bis zum Hals. Ich hoffe, dass Gott uns erhören wird. Herr, lass den nächsten Präsidenten jemand mit einem menschlichen Antlitz sein. Jemand, der die bittere Not der Menschen in Nigeria wahrnimmt, für die er einen Eid schwört, dass er sie verteidigen und beschützen wird. Wenn wir so jemanden bekommen, werden diese Probleme vorbei sein. Die aktuelle Situation betrifft wirklich alle Bereiche des Lebens: die Wirtschaft, das soziale und religiöse Leben und das Bildungssystem. Alles ist betroffen. Niemand kann zum Beispiel geschäftlich von Benue nach Maiduguri reisen, ohne Angst haben zu müssen, dass man unterwegs ermordet wird. Dasselbe bei einer Reise von Kano nach Lagos. Also, in der gegenwärtigen Lage ist niemand sicher. Ihrer Schilderung zufolge werden viele Posten in der Armee und im diplomatischen Dienst von Fulanis besetzt. Es scheint also so zu sein, dass die Fulani bereits einen großen Einfluss auf den Staat haben. Genau, genau. Was kann ein neuer Präsident, sagen wir, ein Christ würde Präsident werden, was könnte er tun, um diese Macht zu brechen? Das zu tun wäre nur vernünftig und wir würden dieses Gespür von jedem Präsidenten Nigerias erwarten, denn Nigeria ist nicht nur das Land eines einzigen Stammes. Er müsste die verschiedenen Strömungen im Land ausgleichen. Wir brauchen eine bessere Verwaltung und eine Regierung, die uns mit einbezieht. Wir haben so viele Volksstämme, große Stämme. Und dann gibt es auch noch die Minderheiten, die auch Teil dieses Landes sind. Wenn wir nun diese Schlagseite bei der Postenvergabe haben, dann sehen wir, dass die dafür verantwortliche Person einen Stamm bevorzugt. Das ergibt aber keinen Sinn. An diesem Punkt wird außerdem die Mittelmäßigkeit gefördert, denn eigentlich gibt es Talente überall im Land. Und man kann sich die fähigen Leute im ganzen Land aussuchen. Vor allem einen fähigen Präsidenten, der das Land voranbringt. Und danach sehen wir uns alle. Gerade bewegt sich überhaupt nichts. Schulen werden geschlossen. Manche können seit 2 Jahren nicht öffnen. Stellen Sie sich vor, Sie sind 8 oder 10 Jahre alt und können nicht mehr zur Schule gehen. Das hatten Sie doch noch nie in Ihrem Land. Was bringt das hervor? Sie bekommen ein Zertifikat, dass Sie Analphabeten sind. Was sollen Sie damit anfangen? Deshalb beten wir darum, dass jemand kommt, denn wir hatten es noch nie so schlecht, auch bei den Ernennungen. Alle öffentlichen Ämter, der Anführer der Armee, der Luftwaffe, der Marine, der Polizei, alle sind Fulanis. Das sind die Leute, aus denen die Sicherheitskräfte dieses Landes bestehen. Also, es ist schwierig und darum scheint sich nichts zu bewegen. Nothing seems to be moving. Das klingt zumindest nach Vetternwirtschaft. Ganz genau. Was können wir im Westen dagegen tun? Nun, das Wichtigste, was Sie im Westen tun können, ist Fürsprecher für uns zu sein. Zeigen Sie der Welt die wahre Situation in Nigeria und glauben Sie nicht das, was unsere Regierung Ihnen für Informationen gibt. Seien es Klimawandel, Zusammenstöße von Bauern und Hirten, die Wahrheit geht darüber hinaus. Und vielleicht werden diese Stimmen Stück für Stück gehört. Und dann können Sie wenigstens die Wahrheit und die Lügen auseinanderhalten. Glauben Sie, der Westen ist blind für religiöse Konfliktursachen? Was meinen Sie? Glauben Sie, der Westen ist blind für religiöse Konfliktursachen? Müssen es immer wirtschaftliche oder ethnische Gründe sein und religiöse Gründe darf es nicht geben? Naja, ich glaube einfach, dass Sie das glauben, was Sie hören. Wenn Sie eine alternative Version der Geschehnisse hören könnten, wären Sie auch in der Lage, Ihre Meinung zu ändern. Und darum bin ich so froh über diese Möglichkeit, Ihnen diese alternative Version zu geben.
Denn ich weiß, dass ihre Politiker richtig handeln wollen. Wenn es um bilaterale Beziehungen zwischen Staaten geht, geht es immer um mehr als Politik und Wirtschaft. Wenn die Vereinigten Staaten Öl von Nigeria brauchen, müssen sie natürlich vorsichtig sein, was sie sagen. Sie müssen auf Nummer sicher gehen. Und auf der anderen Seite, wenn Nigeria etwas von ihnen braucht, können sie auch nicht Klartext reden. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist unsere Situation. Darum, wenn unsere Oberhäupter endlich die Wahrheit über die echten Vorgänge sagen könnten, wäre die Welt besser. Bei Kirche in Not sagen wir oft, wenn der Staat versagt, springt die Kirche ein. Aber natürlich kann die Kirche nicht die Rolle des Staates übernehmen. Sie können nicht für Sicherheit sorgen. Aber was können Sie tun? Wie helfen Sie Ihren Gläubigen und allen Menschen? Generell stimmt es, wenn Sie sagen, dass die Kirche manche Aufgaben der Regierung übernimmt. Aber eigentlich sind wir nur Partner des Staates. Wir sind also keine zentralen Akteure irgendeiner politischen Agenda. Aber wir müssen manche Aufgaben übernehmen, denn wir haben die Aufgabe, das Gewissen der Menschen heranzubilden, sie zu erziehen und zu vernünftigen Bürgern heranzubilden. Wir appellieren mehr oder weniger an das Gewissen. Wir benutzen nicht die Polizei oder die Armee dazu, um irgendjemanden zu zwingen. Es gibt Gesetze, aber natürlich macht der Staat die Gesetze. Und die Kirche erzieht die Menschen dazu, gesetzestreu zu sein. Wissen Sie, wir können ja nicht hingehen und irgendwen verhaften. Wir können uns nicht bewaffnen und wir müssen das auch nicht. Wenn ich auf die schwere Not meiner Leute schaue, auf alle Bürger, aber besonders meine Gläubigen, die Not der Menschen ist so groß. Allein im Bundesstaat Benue gibt es 4 Diözesen mit etwa 1,7 Millionen Binnenflüchtlingen. In meinem Bistum und den Nachbarbistümern. Was tun wir für diese Menschen außer Nahrungsmittelhilfe und anderen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Kleidung? In meinem Bistum haben wir mit etwas begonnen, von dem wir glauben, dass es dringend notwendig ist. Denn die meisten dieser Kinder seit 2020, 21, 22 und bis zu dieser Zeit, seit 2011 besteht dieses Problem schon. So viele Menschen sind vertrieben worden. Es gibt so viele Kinder in den Flüchtlingslagern, die in 5 bis 10 Jahren auf eine weiterführende Schule gehen sollten. Aber die Schulen in ihren Dörfern sind zerstört und sie können nicht zurückkehren. Frauen gebären Kinder in dieser Situation. Und dann sehe ich 2 Kinder, die 5, 8 Jahre alt sind. Und ich weiß, dass sie im nächsten Jahrzehnt über 20 Jahre alt sein werden und nicht die geringste Erziehung bekommen haben. Das ist die Situation der Einzelnen. Keine Schulen, nichts. Darum haben wir als Diözese beschlossen, ein Erziehungsprojekt für die Binnenflüchtlinge zu starten. Letztes Jahr begannen wir mit 50 Kandidaten. Wir haben in den 6 offiziellen Flüchtlingslagern in unserem Bundesstaat ein Auswahlverfahren begonnen für die Kinder. Über 800 Kandidaten haben an dem Verfahren teilgenommen. Und über 400 haben es bestanden. Aber wir konnten zu Beginn nur 50 davon nehmen. Also diese 50 bekamen ein Vollzeitstipendium in 5 unserer Schulen in der Diözese Makurdi. Wir haben Schulen für Jungen und für Mädchen, alles in kirchlicher Trägerschaft. Diese Schulen sind bereit. Darum konnten wir 24 Mädchen und 26 Jungen aufnehmen. Dann haben wir dieses Schuljahr weitere 50 aufgenommen. Das sind also insgesamt 100. Jetzt müssen wir sie wieder an diese Schulen schicken. Werden sie ganztägig im Internat und in den Ferien ganzzeitlich richtig betreuen. Sie kommen in den Ferien zurück und erwerben handwerkliche Fähigkeiten. Sie lernen das Friseur-, Schneider- und Färberhandwerk, damit sie, selbst wenn sie die Schule beendet, und nicht weitermachen können, etwas haben, auf das sie zurückgreifen können, ein Handwerk, von dem sie leben können. Das ist also wirklich herausfordernd, aber wir glauben, dass wir es tun können. Und wir hoffen, dass wir mit der Unterstützung von Männern und Frauen guten Willens
und Männern und Frauen des Glaubens, großzügigen Menschen, dieses Projekt sicher fortsetzen können. Denn die Herausforderungen sind enorm und man sieht es den Kindern ins Gesicht geschrieben. Lasst euch anrühren. Wir haben mit Hilfe von Kirche in Not gerade einen meiner Priester in psychologischer Beratung ausgebildet. Und ein weiterer ist gerade in Kenia in Ausbildung. Wir wollen eine Art posttraumatisches Beratungszentrum gründen, um in der Lage zu sein, den Verstand wirklich zu reinigen. Denn einige von den Flüchtlingen sahen, wie ihre Eltern abgeschlachtet wurden. Sie selbst konnten fliehen, weil sie stark und energisch waren. Einige von ihnen haben viele Wunden. Und sie haben es überlebt, weil sie jünger waren. Einige von ihnen sahen, wie ihre Mütter und Schwestern vergewaltigt wurden. Einige wurden selbst vergewaltigt. Und all das ist immer noch im Unterbewusstsein. Morgen wird es wieder hochkommen. Und so beraten wir sie, um ihnen helfen zu können, sich vielleicht zu entlasten und ihnen zu helfen, aus diesen traumatischen Erfahrungen herauszukommen. Das ist es also, was die Diözese Makurdi tut. Die Priester ebenso wie die Ordensfrauen. Die Kirche versucht also zu heilen, zu versöhnen, die Menschen zu erziehen. Aber Sie haben vorhin erwähnt, dass sogar Sie Probleme haben, in Ihrem Land zu reisen. Darum, wie lange werden Sie in der Lage sein, das zu tun? Wir werden das tun, was wir können. Wir hoffen immer noch, dass dies nicht so weitergeht. Denn sicherlich haben alle diese Situation satt. Wenn wirklich unsere Leute, und hier meine ich vor allem unsere Anführer, beginnen würden, aus der Geschichte zu lernen, ist die Geschichte immer noch ein besserer Leitfaden als Ideologien. Ideologen wollen eine Leitidee haben, aber es funktioniert nicht. Schauen Sie unsere Geschichte an, durch die Jahrhunderte. Wir haben einen Bürgerkrieg durchgemacht und wir haben es bis zu diesem Moment nicht verstanden. Und doch hat sicherlich jeder durchschnittliche Nigerianer diese Situation satt. Die Hoffnung ist also, dass es plötzlich enden wird. Aber wir wissen es nicht. Aber sicherlich wird es einmal enden, spätestens in der nächsten Welt, von der das Evangelium spricht. Und wenn der Frieden zurückkehrt, werden die Menschen in ihre Häuser zurückkehren. Aber was wird dann geschehen? Ihre Häuser sind zerstört, die Schulen, die Kirchen. Wo sollen sie anfangen? Wir dürfen ihnen nicht einfach erlauben, sich in all dieser Ignoranz und all dem herumzuwälzen. Wir können nicht viel tun, aber die Kirche tut, was sie kann. Zumindest einige wenige Leben zu berühren, ihnen eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu geben, wie jeder anderen Person. Also, wer weiß, was einer von ihnen morgen sein wird. Also müssen wir ihnen eine helfende Hand reichen. Und das ist die einzige verzweifelte Hoffnung, die wir haben, dass wir weiterhin das tun, was wir tun. Denn ich sehe tatsächlich, dass dies unsere Aufgabe in dieser Zeit ist. Das alles ist von Gott inspiriert. Das kommt nicht von mir. Meine Bestimmung hat mit der Notlage der Menschen zu tun. Ich muss die Stimme der Stimmlosen sein. Zumindest können wir unsere Stimme erheben. Diese Gelegenheit habe ich. Ich rede mit der Regierung des Bundesstaates für die Einrichtung einer Grundschule, damit wir die Kinder nicht von ihren Eltern trennen müssen. Wir werden das gut einrichten. Die Kinder bleiben in den Lagern und ihre starken Mütter unterrichten sie. Wir schaffen eine Struktur für sie, damit sie bleiben und lernen können, auch wenn es unter Bäumen ist oder in Zelten. Wir berühren ihre Herzen, damit sie morgen Menschen werden können. Denn wenn sie das nicht werden, wird es schon morgen sehr, sehr gefährlich werden für uns in Nigeria und überall. Sie pflanzen also die Samen und hoffen, dass sie in der Zukunft wachsen können. Vielen Dank, Exzellenz, für dieses Interview und für Ihre großartige Arbeit in Nigeria. Vielen Dank, André. Und ich danke auch dem Team von Kirche in Not für diese Gelegenheit, den indigenen Völkern eine Stimme zu geben, die wirklich stark betroffen sind. Und nicht nur die offiziellen Verlautbarungen aus Nigeria über den Klimawandel zu hören oder über den Islam. Das alles geht weit darüber hinaus. Wir haben so viele Probleme, mehr als wir lösen können in unserem Land Nigeria. Das alles ist für mich nicht akzeptabel.
Danke Ihnen. Gott segne Sie. Any coloration is not acceptable by me. Thank you. Thank you. God bless you. God bless you. Ihnen zu Hause danke ich fürs Zusehen. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal bei Weitblick.